Eine Million Rentenbewilligungen, Altersrenten im Jahr 2023. Rentenrekord, 11% Anstieg der Renten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Jahr 2023 wird das Jahr der Altersrenten, Rentenrekorde. Wir haben es schwarz auf weiß, 960.000 bewilligte Altersrenten im Jahr 2023. Und zwar ist das eine Steigerung um sage und schreibe 11%. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 haben wir dort 860.000 Rentenbewilligungen und im Jahr 2023 sind es 960.000. Insgesamt davon über 300.000 Altersrenten für besonders langjährig Versicherte. Das ist auch ein absoluter Neurekord, 38.000 mehr als im Jahr 2022. Und die Altersrenten für langjährig Versicherte und auch Altersrenten für schwerbehinderte Menschen steigen und steigen, die Regelaltersrente natürlich auch. Das heißt also, wir wissen, die Babyboomer schlagen jetzt voll zu und die gesetzliche Rente kommt sozusagen damit auch langsam, aber sicher an ihre Grenzen. Fast 1 Million Altersrentenbewilligungen im Jahr 2023. Das ist absoluter Weltrekord in Deutschland, meine Damen und Herren. Ob das die Arbeitgeber freuen wird, ich weiß es nicht. Die Rentenversicherung hat aktuell noch genug Kohle in der Hinterhand, aber wie es in der Zukunft aussehen wird, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, die Babyboomer schlagen jetzt volle Kanne zu und wir erleben Antragsrekorde. Auch im Jahr 2024 wird die Zahl deutlich nach oben gehen. Meine Damen und Herren, freuen wir uns sozusagen also auf Ihren Rentenantrag, ja, für die Altersrente. Falls Sie dort Unterstützung brauchen, Sie wissen, bei rentenbescheid24.de können Sie Ihren Altersrentenantrag buchen. Wir machen das für Sie. Sie können sich entspannt zurücklehnen und wir organisieren für Sie Ihren Rentenbescheid. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.